Es gab mal wieder Wartungsarbeiten in RF4 und ja, die Wartungsarbeiten sind natürlich immer ein bisschen kritisch. Läuft so ein Spot, nachdem man ihn schon mal getestet hat, denn dann immer noch? Und das teste ich jetzt hier gerade mit diesem Spot. Und zwar soll hier an der Stelle Giebel laufen und zwar trophymäßig. Und ich wurde gerade eben nochmal angeschrieben und da hieß es, Alden, hast du denn schon die Giebels probiert? Ob die Giebels nicht auch bei dir noch laufen? Gestern Abend im Stream hatte mich Schnucks schon angeschrieben, hatte mir hier auch den Spot quasi genannt und ein aufwendiges Bild auch noch gemacht, genau wo und wie und was. Und jetzt gerade eben Fritz hier auch nochmal, dass da die Giebel wohl auch immer noch laufen. Ich habe jetzt erstmal die Köder rausgeschmissen und wir basteln uns jetzt hier mal die Futtermische zusammen. Und zwar ist das quasi eine Futtermische, wie man sie eigentlich schon in der Regel am Bärensee vielleicht hat, wenn man da vielleicht auf Amure geht oder auf Schleie geht. Hier ist jetzt diesmal die Basis vielleicht dann Biskuit und ansonsten gehen wir komplett auf Kokossahne. Kokossahne Giebel, ist das der Hammer? Finde ich gut, ey. Schön auf Kokossahne. Hier machen wir auch noch Kokossahne. Komplett. Kokosnuss Cream. Und hier haben wir jetzt natürlich noch was frei. Da könnte man natürlich jetzt einmal einen geschredderten Boilie mit reinmachen. Haben wir den Kokos? Was ist denn das kleinste an Kokossahne, was wir haben? Kokosnuss und Früchte. Kokossahne 8er Pellets. Ich baller mal die 8er Pellets komplett rein. Zählt dann als relativ großer Partikel, weil auch nicht geschreddert. Und das testen wir einfach mal. Kokossahne. Und dann haben wir das hier. Machen wir mal Ladoga. So. Anfertigen und ab dafür. Mhm. Und ich baller direkt noch einen hinterher. So. Also, haben wir jetzt ausreichend Mische. Bisher geht nichts. Oh doch. Ha! Man muss bloß anfangen zu meckern. Erstes Gezuppel, das ist gut. Auf Setup gehe ich natürlich gleich nochmal an. Ich baue jetzt mal schnell das PVA. Ich glaube, ich nehme das kleine. Wenn hier eine höhere Frequenz ist, dann könnte es sein, dass wir da viel hinterher werfen. Und dann lasse ich doch lieber das PVA eine Zeit lang dran und schmeiß dann einfach immer schön mit rein. So, zap, zarap, das haben wir. Und da zuppelt's los. Es soll anscheinend in der Nacht besser laufen. Deswegen bin ich ganz froh von der Uhrzeit her. Wir gehen jetzt so langsam in die Abendstunden. Und ja, das soll jetzt, wie gesagt, gleich losgehen. Einen Clip hatte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach mal auf 15 Meter geklippt. Ziel waren hier vorne so vor diesen Blümchen hier. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Wasser, Enzian oder weiß der Geier, was es ist. Und ich habe da einfach jetzt so auf 15 Meter ein paar Mal geworfen, rausgeschmissen. Der gesamte Untergrund hier in dem Bereich steinig. Wer hätte das gedacht? Komplett steiniger Untergrund. Von daher dementsprechend auch das Setup anpassen. Und natürlich die Bleie anpassen. Steiniges Blei, LED-Core. Wir sind ja hier mit einer Pop-Up-Montage unterwegs. Auch das natürlich anpassen. Und dann lübt das hoffentlich auch. Das sieht doch schon gut aus. Das ist doch ein großer, hoher Rücken. Giebel und Karauschen, das kann er. Schön. Die ersten 2 Kilo im Sack. Ohne Futtermische, ohne PVA. Einfach blank. So, auf dem 4er-Haken, gerade noch gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das erstmal noch eine Weile so testen soll, ohne alles.
Theoretisch, ne? Theoretisch, wenn es doch auch ohne Futtermische geht. Und da zuppelt's auch los. Kann man doch auch ohne Futtermische. Warum denn hier teure Futtermische ins Wasser schmeißen, wenn die Trophys auch so reinballern? Aber vielleicht ballert ja noch die Super Trophy rein. Überleg mal. Zack. Super Trophy Giebel abgehakt. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ohne Scheiß, wenn hier die Super Trophy reinrasselt, ich gebe die auf jeden Fall wieder frei. Ach so, nee. Mich würde ja der Preis interessieren. Ah, egal. Gebe ich wieder frei fürs Achievement, weil Super Trophy habe ich auch schon, Super Trophy Giebel. Und ja, dann kann man da mal mit der nächsten dann vielleicht das Achievement abhaken. Wie gesagt, vielleicht geht da ja tatsächlich eine rein. Aber es gehen auch die kleineren. Na, ist es denn? Jawohl. Also, wir machen uns die Taschen voll mit Giebeln. Aber erstmal PVA jetzt dran. Das fängt jetzt ja auch erstmal gleich langsam an zu wirken. So. Erste Futtermische ist drin. Jetzt kontrolliere ich gerade nochmal eben. Ist das denn zumindest ähnlich? Gemahlenes Biskuit, die ganzen Pellets. Okay. Der Schnups hatte in dem PVA, in seiner Mische, hatte er zwei Komponenten gemahlen drin. Kokos 22 als gemahlen. Und Pop-Up gemahlen. Pop-Up hat da jetzt keinen Vorteil. Sind einfach zweimal. Und dass es auch 22er Boilies ist, hat auch keinen Vorteil. Also egal, welche Boilies man in den Schredder reintut, die Partikel, die rauskommen, sind immer gleich groß. Pop-Up, wie gesagt, hat keine Wirkung, dass es aufsteigt. Soluble hat wohl die Wirkung, dass es sich besser auflöst. Aber wie gesagt, dieser Beisatz Pop-Up hat da dann keine Auswirkung. Also, zwei Komponenten gemahlen waren mit drin, Kokosnusscreme, ja, sonst aber ähnlich wie die Futtermische, die ich habe hier. Ja, ich bin gespannt, was hier jetzt geht, was auch an Frequenz geht. Ohne Schall, ja, wobei, ja doch, ich glaube, es passt hier, ne? Mit dem Boot, ich habe gerade überlegt, ob ich das Boot einfach ein bisschen zur Seite fahre. Aber im Moment sieht es noch ganz gut aus. So, erste Futtermische, zweite Futtermische raus. Ja, cooles Ding. Ich bin echt gespannt, wie viel Trophys hier rausgehen. Genau, Fritzi hat hier noch berichtet, Lübt, 2 Nächte, 7 Trophys. Also, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Also eine vernünftige Frequenz im Großen und Ganzen, ne? Also ich sag mal, die normalen Giebel, die sind ja jetzt kohlemäßig nicht so der Oberhammer, auch XP-mäßig nicht. Das ist halt ein Spot, um einfach mal eine Trophy abzuhaken, wenn einem noch die Giebel-Trophy fehlt oder man macht das Achievement. Naja, guck mal hier, ne? 1, 2 Silber, das ist halt nichts. Wobei so eine Trophy mit 12 Silber und dann kommen da vielleicht noch mehrere bei raus, 12 Silber pro Fisch. Das ist schon wieder ein anderes Ding. Das schmeckt schon wieder. Weg. Die verdammten Möwen, die verscheuchen mir meine Giebel. So. Ja, ich würde sagen, Attacke Vollgas. Ich mache mich jetzt hier, ich lasse mich jetzt hier nieder. Ich richte mich hier ein. Achso, wir sind noch gar nicht auf Setup eingegangen. Ha, der Schlingel. Hier, das Setup. Ich bin hier gerade mit den Fiederruten. Ganz normal die Fiederruten genommen. Relativ dünn. Fluorocarbon-Schnur habe ich hier jetzt gerade dran. Muss gar nicht sein. Ich hätte auch normale Monoschnur nehmen können. Ändere ich vielleicht gleich sogar noch, damit die nicht weiter verschleißen hier. Und dann ist hier das LED-Core Gravel. Genau. Details. Für steinigen Untergrund, Steinplatte, kiesiger Untergrund und so weiter. Auch wenn das so komisch gelblich irgendwie aussieht. So Senffarben. Aber das ist wohl für steinigen Untergrund. Ich hoffe, das ist keine verkehrte Beschreibung. Denn alle anderen, die eher nach Stein aussehen, da ist die Beschreibung dran für matschigen Untergrund. Wer weiß. So, dann haben wir hier im Detail steinige Bleie natürlich für steinigen Untergrund. In dem Fall habe ich jetzt hier mal Fluorocarbon als Vorfach genommen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ist ja relativ steif. Ne? Für das Pop-Up kann das dann schön
in die Luft gucken. Da der Pop-Up-Boilie, Pop-Up-Boilie 12. Wir sind mit einem kleinen Boilie hier dran. Einstellungs- oder Ködereinstellung oder Montageeinstellung. Einfach so, dass es nur dieses, dieser eine Boilie ist. Und ja, Kokos, Nektar und ab dafür. Vierer Haken gerade in Verwendung. Ich werde allerdings auch noch eine Route gleich testen mit Einserhaken. Denn die ballern ja auch gerne mal auf Einserhaken. Ja, und dann natürlich nicht vergessen das PVA. Ich schmeiß das hier nochmal eben rein. Vielleicht machen wir die Route hier einfach mal zur Einser. Und weißt du, was ich noch teste? Na, wobei, das teste ich lieber auf einer anderen Route. Ne, ich lasse das so, wie es ist. Das testen wir hier mit einem Einserhaken. Etalon Mugger 1. Und dann machen wir hier auch Kokos. Auch hier den 12er. Alles sonst gleich. Und dann werde ich aber später nochmal testen, weil das fuchst mich ja doch ein bisschen, ob wir nicht doch mit einem anderen LED-Core vielleicht doch nochmal, weil das ist so weird, warum dieses senffarbene, wie alter eingetrockneter, senffarbene LED-Core Stein sein soll. Und wenn du dann hier eins nimmst, keine Ahnung, Details, was halt grau und steinig ist. Ich meine, da steht halt dran für Schlamm, ne? Das ist halt die große Frage. Oder Ette hier. Details. Schlammiger Untergrund. Ja. Da vielleicht noch zu verstehen, war ja auch so ein bisschen braunig. Braun und matschig, so. Aber, dass das dann hier Gravel ist? Was ist das? Wüsten-Gravel oder was? Naja. So, raus damit. 15 Meter. Ihr Lümmels, zieht raus. Ich muss sagen, im Moment noch keine große Frequenz. Aber es hieß ja auch in der Nacht. Heißt also, wir warten jetzt die Nacht noch ein bisschen ab. Ziehen hier nochmal ordentlich raus. Und hoffen auf noch mehr Trophies. Ja, das sieht auch wieder, das sieht auch wieder wie die nächste aus. Das ist doch schon wieder der nächste Brocken, der hier reinballert. Zack, 2,2 Kilo mehr Giebel-Trophies incoming. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.